einem weiteren Video der Berufsschule 7. Diesmal soll es wieder um das Zustandsdiagramm gehen. Das ist quasi das zweite Video, das sich an das UML-Zustandsdiagramm-Video anschließt. In diesem Video möchte ich mich um die praktische Umsetzung, eine Beispielimplementierung in Java kümmern. Und dazu, damit wir das verstehen, gehen wir einfach nochmal unseren eigentlichen Fall durch. Unser Beispiel war ja eine Ampelschaltung und ich wollte jetzt einfach nochmal kurz durchgehen. Wir haben mit dem Start begonnen, das haben wir gesagt, da drücken wir so einen grünen Knopf oder in der Wirklichkeit würden wir einfach die Spannung an die Schaltung anlegen und damit wandern wir von dem Startpunkt auf All Red. All Red war der Zustand, wo wir gewartet haben, bis der Timer abläuft, so dass wir eine gewisse Zeit rot haben, ein relativ kurzer Timer. Und wenn der dann terminiert ist, dann gehen wir auf den nächsten Status Red Yellow. Dort läuft dann auch wieder der Timer los. Bis der entsprechend durchläuft, gehen wir von der Ampelschaltung rot gelb auf grün über und somit auch auf den Status grün. So, hier warten wir jetzt, bis irgendwas passiert. Das Einzige, was hier sinnvoll passieren kann, neben dem Ausschalten, ist die Anfrage nach der grünen Fußgängerampel, der Call. Und wenn der Call durchgeführt wurde, dann gehen wir in den Status Request. Dort läuft wieder ein Timer los und der Timer wartet jetzt oder triggert jetzt das Umschalten auf Gelb. Dort läuft automatisch auch wieder der Timer los. Wenn der abgelaufen ist, gehen wir auf den Red-Red-Status, das heißt sowohl die Auto- als auch die Fußgängerampel ist rot, bis der Timer wieder abgelaufen ist. Wir gehen auf grün, das heißt die Fußgänger haben grün, können gehen, die Autos sind nach wie vor natürlich noch rot. Wenn diese Zeit abgelaufen ist, dann stoppt der Timer wieder, steuert den All-Red-Zustand wieder an und dort geht es jetzt eigentlich vom neuen wieder los. Wir haben Red-Yellow, das heißt rot-gelb und nach dem Ablauf des Timers landen wir wieder bei grün. Dann haben wir gesagt, wenn wir auf den Stop-Button drücken, dann gehen wir wieder auf Yellow direkt und von Yellow, wenn der Timer abgelaufen ist, auf All Red und dort dann nach dem Timer wieder auf den letzten Zustand, eben die, den Endzustand, wo die Ampel dann komplett aus ist. Soweit unsere Ampelschaltung. Die anderen Off-Transitionen gehe ich jetzt hier mal nicht durch, aber im Wesentlichen haben wir das ja im letzten Video schon mal besprochen. So, jetzt wollen wir das Ganze in Java umsetzen. So habe ich jetzt mal ein einfaches Klassendiagramm, jetzt ohne Methoden und ohne Eigenschaften aufgeschrieben. Und ich will jetzt mal ganz kurz drüber gehen, was die eigentlichen Klassen hier durchführen sollen. Das erste ist Traffic Light View. Das soll die Anzeige der Ampel darstellen. Das ist nichts anderes wie ein J-Panel, der unterschiedliche Grafiken anzeigt, unter anderem eben die Ampel und die einzelnen Lichter. Dann haben wir die Kontrolle der anzuzeigenden Lampen für die Autoampel, also die mit drei Ampeln. Das ist nichts anderes wie eine Klasse, die drei boolsche Variablen hat, die eben jeweils auf True oder False gesetzt werden, jeweils für Rot, Gelb und Grün. Das gleiche haben wir für die Personenampel als Modell. Hier existieren lediglich zwei boolsche Variablen, eben für Rot und für Grün. Dann haben wir die Ereignisklasse. Das ist lediglich eine Klasse, in der ein einziger Parameter drin ist, der einfach besagt, was für ein Typ des Events es ist. Das kann man dann bei einer größeren Applikation noch ein bisschen mehr aufblasen. Da kann noch mehr Informationen hinterlegt werden. Wir brauchen momentan lediglich die Information, welches Event ist denn gerade gekommen. Dann haben wir einen eigenen Timer. Wie ich beim letzten Video schon gesagt habe, ich modelliere das hier jetzt mal mit einem einzigen Timer. Man kann mehrere Timer verwenden, die dann unterscheidbar sind. Ich habe es jetzt wirklich ganz simpel gemacht, um eben den Gedanken des Zustandsdiagramms möglichst einfach und klar rüberzubringen. Dann habe ich noch ein Interface spendiert. Das ist im Wesentlichen dafür da, dass der Timer eine Klasse informieren kann, dass abgelaufen ist. Und das habe ich einfach über ein Interface gemacht, weil das schlichtweg sauberer ist. Ich hätte auch direkt eine Referenz auf Traffic Light Control machen können, aber das sehen wir dann später im Code nochmal.
Und dann schließlich die wichtigste Klasse, das ist der Controller für den Gesamtablauf. Um den soll es gehen, da werden wir jetzt tatsächlich den Code dann implementieren. Alles andere habe ich schon fertig, wobei wir gehen trotzdem mal auf die einzelnen Klassen mal ganz kurz ein, dass ihr wisst, wie die funktionieren. Dann gehen wir mal die einzelnen Klassen durch. Wir beginnen mit der View-Klasse. Die View-Klasse ist ein JPanel. Das ist so die Swing-Variante des Canvas, das heißt eine Möglichkeit, dass wir pixelweise zeichnen können oder eben auch Grafiken, Bitmap oder in unserem Fall PNG-Grafiken frei zu verteilen. Dann haben wir ein paar Konstanten für die Größe, das ist jetzt unwichtig. Dann das nächste Interessante ist Image Names. Image Names habe ich sämtliche Bilder, die wir brauchen, in ein Array gepackt. Die Namen decken sich hier mit den Bildern, wie ich sie hier ins Projekt gepackt habe. Da haben wir einmal Traffic Light, das habe ich so genannt, das ist der Background. Das heißt, es ist im Wesentlichen sind es die Ampeln ohne irgendwelche farblichen Kennungen der Lampen. Dann habe ich die roten Lampen, die gelben Lampen und die grünen Lampen für die große Ampel, also die Autoampel, und für die Fußgängerampel rot und grün dann nochmal genau das gleiche. Als nächstes habe ich ein paar Konstanten definiert, sechs Stück, wo eben, gehen wir nochmal kurz hoch, wo eben an der für die nullte Position das Traffic Light, also der Background steht, dann rot, gelb und so weiter. Das heißt, jede dieser Konstanten zeigt genau auf die Position, wo der Name des Source-Files oder des Quellbildes steht. Dann habe ich den Image Path, das ist im Wesentlichen der Pfad zu den Bildern in meinem Projekt. Dann Buffered Images, das ist ein Array, wo ich die Bilder reinlade, so eine Art Cache sozusagen, wo ich die Bilder als Buffered Image von dem Filesystem runterlade, damit ich sie nur noch von dort eben abgreifen muss per Index. Die Indizes haben wir ja vorhin als Konstanten gesehen, das ist relativ praktisch, das so zu tun. Dann haben wir ein dynamisches Array. In Java ist es die ArrayList vom Typ Buffered Images. Was ich damit mache, ist, ich packe alle Bilder, die im aktuellen Render-Zustand oder im Rendering angezeigt werden sollen, hier in diese ArrayList. Und somit muss ich dann bei der Paint-Methode lediglich alle Bilder, die da drin sind, zeichnen. Und ja, das funktioniert relativ gut. Das ist die Referenz zum Controller. Der hat ja die Kontrolle über alles. Also müssen wir hier die Kommunikation sicherstellen. Und dementsprechend habe ich das hier als Referenz drin. Der Konstruktor ist auch relativ einfach. Ich übergebe die Referenz zu dem Controller, setze sie in die Instanzvariable und dann, gut, das ist noch so eine Kleinigkeit für das JPanel, und dann initialisiere ich den View. Und hier passiert relativ wenig. Erstmal Get Images. Das ist diese Methode hier. Get Images. Hier gehe ich im Prinzip einfach nur durch diese Image Names, also dort, wo die Filenamen drin gestanden sind, und lade jeden einzelnen Filenamen in dieses Image Array hinein mit der Methode getImage, und die holt mir einfach nur das Bild von dem Filesystem. Gut, dann, wenn ich damit fertig bin, die Images zu laden, dann packe ich gleich an allererster Position von den Visible Images den Background. Der muss immer an der nullten Position bleiben. Dann kann ich eben sagen, wenn ich jetzt neue Bilder habe, dann lösche ich alle bis auf die nullte Position raus und setze dann die neuen eben entsprechend rein. Das schauen wir uns mal an. Das ist jetzt die Methode setImages. Die wird von außen aufgerufen, und zwar mit den Models CarLight und PersonLight. Die gucken wir uns auch gleich an. Und was hier passiert ist, ich sage, ich lösche das Bild an der Indexposition 1, das ist ja das zweite Bild, und zwar solange die Größe größer 1 ist. Das heißt, solange ich mehr wie 1, also mindestens 2 habe, lösche ich das an der zweiten Position, also Index 1. Und das heißt, es wird alles gelöscht bis auf das allervorderste, was die Indexposition 0 hat. So, damit weiß ich, es ist nur noch der Hintergrund vorhanden. Und jetzt kann ich hier an der Stelle das Modell von dem Autolicht, also von dem, nicht Autolicht, von der Autoampel abfragen, ob grün
gelb oder rot an ist. Wenn eins von denen an ist, dann wird einfach dieses Image in meine Visible Images ArrayList hineingesetzt, so dass es eben mit angezeigt wird beim nächsten Rendering. Und das gleiche mache ich auch für die Personenampel, also die Fußgängerampel, und am Schluss sage ich bitte Repaint, dass eben die Änderungen auch wirklich angezeigt werden. Und das Repaint ruft dann Paint Component im Hintergrund auf. Darum kümmert sich dann das J-Panel selber. Und hier gehe ich jetzt einfach nur durch Visible Images durch und zeichne einfach alle Images, die daraus purzeln. Und das ist auf jeden Fall mal der Background und dann eben entsprechend alle anderen. Gut, das wäre jetzt die View. Dann haben wir das Modell des Traffic Lights. Das ist relativ einfach gehalten. Ich habe hier drei boolsche Variablen. Einmal für Rot, Gelb und Grün. Und dann habe ich hier für diese drei Variablen die Getter für Rot, Gelb und Grün. Und es gibt nur einen Setter, der alle drei Elemente setzt. Und das ist jetzt hier über die Parameterliste, wo halt dann diese Variablen gesetzt werden. Das heißt, wenn jetzt eins von denen auf True ist, dann würde im View eben das zugehörige Bild dann in die ArrayList gesetzt und somit angezeigt werden. Das Traffic Light Model für die Personen, also die Fußgängerampel, funktioniert genauso halt ohne Gelb. Dann haben wir das Event. Dieses Event ist auch relativ einfach aufgebaut. Der Sinn des Events hier in unserem Programm ist ausschließlich, den Typ des Events anzuzeigen. Und das ist hier jetzt eine eigene Variable vom Typ Types. Types habe ich als Enum gemacht. Der Grund ist ganz einfach der, ich brauche hier wirklich nur die unterscheidbaren Merkmale. Also das müssen keine Indizes, keine fortlaufende Nummerierung aufsteigend sein, sondern ich möchte nur den Typ erkennen und da bietet sich eben Enum an. Und der Konstruktor bekommt den Type an der Stelle, setzt ihn auf die Instanzvariable und dann habe ich noch einen Getter für die Types. Okay, das wäre dann das da. Jetzt schauen wir uns das Interface Timer Callback an. Der fordert lediglich, dass Timer Expired implementiert werden muss, von wem auch immer, der dieses Interface implementiert. Und das wird dann später der Controller sein. Dann kommen wir zum Timer. Hier habe ich ihn so eingebaut, dass man ihn, oder so realisiert, dass man ihn während er läuft noch mit einem neuen Wert updaten kann. Das heißt, ich kann ihn quasi neu setzen, während er noch läuft. Das habe ich so gemacht, ich habe eine Step Time, das sind Millisekunden. Diese Step Time ist quasi die Aktualisierungsfrequenz, in der der Timer irgendwie für Neuerungen oder sich um Neuerungen kümmert. Dann gibt es eine Boolean-Variable, die true ist, solange der Timer läuft. Dann die Wartezeit in Millisekunden, die der Timer gesetzt wurde. Und der Caller, das ist jetzt der dieses Interface Timer Callback implementiert hat. So, den kann ich dann eben informieren, wenn ich abgelaufen bin als Timer. Der Konstruktor braucht lediglich die Referenz auf den Caller. Und dann gibt es eine Methode, die setWaitTime heißt. Das heißt, hier setze ich die Wartezeit in Millisekunden für den aktuellen Durchlauf oder den nächsten Durchlauf. Das heißt, wenn er gerade läuft und ich rufe das auf, dann wird diese Zeit neu gesetzt. Wenn dieser Timer in einem Thread laufen muss oder möchte, dann muss er dieses Runnable implementieren und das haben wir hier. Das ist jetzt die Methode Run, die muss dann realisiert werden. Sobald die aufgerufen wird von dem Thread-Objekt, dann wird dieser Timer Running auf True gesetzt und das läuft jetzt so lange, dass das Ding wirklich auf True ist. Das hat jetzt den Vorteil, dass man in anderen Applikationen diesen Timer jetzt auch zurücksetzen könnte, während er läuft, wenn ich einfach nur von außen in einem anderen Thread beispielsweise hier dieses Ding mit einem Setter Timer Running auf False setzen würde. Brauchen wir jetzt hier in der Form nicht, aber es ist möglich. So, der geht hier rein in die Schleife, macht erstmal ein Sleep, das heißt, der wartet genau diese 10 Millisekunden. Und dann zieht er von dieser Waittime in Millisekunden die Step-Time ab. Und wenn
bei diesem Abzug etwas rausgekommen ist, was kleiner gleich 0 ist, dann setzt der Timer Running auf False. So, das heißt, in jedem Durchlauf, alle 10 Millisekunden, wird eben diese Wait Time in Millisekunden um diese 10 Millisekunden reduziert. Das ist jetzt nicht ganz exakt im Endergebnis, aber für die Ampel reicht's. Ja, und wenn der auf False gesetzt wird, weil wir eben hier in Wait Time in Millisekunden auf kleiner gleich 0 gekommen sind, dann würde hier diese Wildschleife unterbrechen und der Caller würde informiert werden mit Timer Expired. Gut, dann habe ich hier noch einen Getter für Timer is running hinterlegt. Brauchen wir jetzt eigentlich nicht, aber ja, alte Gewohnheit. Okay, dann haben wir jetzt, halt, hier müssen wir nochmal speichern. Da habe ich was geändert, aber ich glaube, es waren nur Leerzeichen. Kommen wir jetzt zur wichtigsten Klasse. Das ist die Controller-Klasse. Controller ist jetzt eigentlich das zentrale Element unserer ganzen Applikation. Ich habe jetzt die ganzen Controller-Funktionalitäten gleich in den JFrame, also in den Rahmen von meinem Swing-Objekt reingepackt. Muss man nicht machen. Ich habe es jetzt der Einfachheit halber so gemacht, sonst würde man noch mehr Klassen haben. Gut, der muss jetzt zwei Sachen implementieren. Einmal den Action-Listener, damit die Button den Controller aufrufen können beim Klick, und den Timer Callback, damit der Timer weiß, wen er benachrichtigen muss, wenn er fertig ist. Dann haben wir hier die States. Die States sind eben die möglichen State-Zustände. Und die State-Zustände, die halte ich in einer Variable, das ist das hier, eine Instanzvariable, die entsprechend die einzelnen State-Zustände aufnehmen kann. Und die werde ich dann später auswerten. States habe ich hier in der Form jetzt auch wieder als Enum gemacht, weil ich auch hier keine Hierarchie habe oder brauche. Und dementsprechend konnte ich die alle entsprechend eintragen. Hätte ich jetzt vielleicht mit Großbuchstaben machen können, aber ich wollte jetzt hier in Line mit dem Zustandsdiagramm sein und deswegen habe ich sie 1:1 so übernommen. So, die Variable State habe ich gleich mit dem ersten Status gesetzt, und zwar der Startstatus, weil sobald das Programm startet, ist er eben im Status Start. Also ist es durchaus sinnvoll, hier diesen Initialisierungswert zu verwenden. Dann habe ich zwei Buttons, einmal den Off und einmal den Call Button. Off heißt, ich möchte die Ampel ausschalten, Call heißt, ich möchte, dass die Fußgängerampel auf grün irgendwann wird. Und den On-Button habe ich nicht realisiert, weil für mich heißt On, ich starte das Programm. Und deswegen brauche ich den nicht. Dann haben wir eine Referenz auf die View. Das muss ich ja dann in meinem JFrame dann platzieren. Dann habe ich die beiden Modelle, also die Autoampel und die Fußgängerampel. Dann den Timer, den habe ich hier eben auch als Instanzvariable gemacht, weil wir haben gesagt, wir wollen ja nur einen einzigen Timer haben. Der ist dann hier. Dann habe ich dieses Flag Off Received, wenn eben der Button off gedrückt wurde, damit ich diese Timer-Aufrufe disjunkt habe. Dann habe ich hier Traffic Light Control, den Konstruktor. Hier mache ich im Prinzip erstmal drei Sachen. Ich initialisiere die GUI, ich setze die Elemente und dann setze ich das Ganze auf sichtbar. Beim Initialisieren mache ich nicht viel. Ich mache den Title, also hier das, was hier oben dann immer steht. Dann die Größe, den Default Close Operation, damit, wenn ich das hier oben rechts mit dem Kreuz schließe, dass auch der komplette GUI-Thread stirbt. Dann habe ich den Layout Manager, da verwende ich jetzt das Gridbag Layout. Das nehme ich eigentlich standardmäßig, weil das beim Resizing am besten funktioniert, zumindest meiner Meinung nach. Und dann haben wir diese Set Elements der GUI. Hier brauche ich jetzt die Gridbag Constraints, also mein Konfigurationsobjekt für den Layout Manager. Und ich sage jetzt an der Position 0,0, also ganz oben, setze ich jetzt mein Traffic Light View, also die angezeigte Ampel, das können wir uns gleich anschauen. Dann setze ich die beiden Buttons, einmal den Off und den Call Button, den Off auf der X-Position 0 und Y-Position 1, also unterhalb von dem View, und den setze ich auch unterhalb des Views, aber auf der X-Position 1, also rechts daneben. Das Ganze sieht dann so aus. So, also das ist jetzt der View, wo die Ampel zu sehen ist, der Off-Button und der Call-Button.
So, dann gibt es noch die zwei Methoden, die ich wegen dem Überschreiben oder wegen dem Implementieren des Interfaces brauche. Einmal Action Performed. Sobald ein Button gedrückt wurde, wird Action Performed aufgerufen. Das heißt, hier an der Stelle würde ich jetzt eintragen, was zu tun ist, wenn der, in dem Fall Call-Button gekommen ist. Und an der Stelle müsste ich jetzt das eintragen, wenn der Off-Button gekommen ist. Okay. Dann Timer Expired. Hier müsste ich jetzt eintragen, was passieren soll, wenn ein Timer kommt. Und hier unten habe ich jetzt noch so eine kleine Convenience-Methode geschrieben, die ich einfach aufrufe, um den Timer zu setzen und zu starten. Der läuft hier direkt im Start. Eigentlich könnte ich jetzt hier noch prüfen, ob er nicht vielleicht schon läuft. Wäre vielleicht ganz sinnvoll. Ja, brauchen wir jetzt erstmal nicht. Das könnt ihr dann einbauen. So, das wäre jetzt im Großen und Ganzen das Wichtigste von dieser Klasse. Und jetzt wollen wir uns mal überlegen, wie wir das Ganze jetzt umsetzen. Und dazu schauen wir jetzt nochmal auf das Zustandsdiagramm. Und was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen ja basierend auf Events eine Verhaltensweise implementieren. Und ich stelle mir das jetzt einfach so vor, dass die Events auf das Gesamtsystem draufgehen. Das heißt, das Gesamtsystem empfängt Events. Und je nachdem, welcher Status gerade aktiv ist, also welcher von diesen Zuständen meine Maschine gerade angenommen hat, müssen diese Events eben unterschiedlich verarbeitet werden. Das heißt, was ich jetzt brauche, ist, ich brauche irgendeinen Verteiler, der an den richtigen Status sozusagen mein Event weiterleitet. Und ja, genau das werden wir jetzt machen. Das heißt, ich baue mir jetzt ein Programm, also ein Unterprogramm, das genau diese Funktion übernimmt. Und das Ding ist private, weil wir hier nur wirklich intern arbeiten. Bei größeren Projekten ist es durchaus auch sinnvoll, diese einzelnen Statuswerten in einzelne Klassen auszulagern. Das ist hier bei diesem kleinen Programm nicht wirklich notwendig, aber ich wollte es nur mal gesagt haben. So, diese Methode gibt nichts zurück und die nenne ich immer State Machine, weil das wirklich die zentralste Methode ist. Und als Parameter braucht das Ding das Event. Weil wir wollen die ja verteilen. Und jetzt muss ich basierend auf dem aktuellen Status sagen oder unterschiedliche Methoden aufrufen. Und das heißt, ich muss diesen Status auswerten. Und das mache ich, indem ich sage Switch State. Okay. Und jetzt kann ich meine einzelnen Statuswerte durchgehen. Also Case. Und jetzt haben wir hier beispielsweise den Startstatus. Break. Ja? Und ich mache jetzt einfach schon mal alle durch. So. Es gibt einen, den ich nicht durchexerziere, und das ist der Endstatus. Warum? Wenn ich den Endstatus erreicht habe, dann gibt es ja keine Notwendigkeit, irgendwelche Events mehr in irgendeiner Form zu verteilen, weil wenn ich einen Endstatus erreicht habe, dann ist ja mein Programm zu Ende. Also lassen wir den außen vor und gehen jetzt hier mal wieder in unsere State Machine, also Case. So, jetzt arbeiten wir das mal durch. Break, Case, Break, hoppla, Doppelpunkt, halt. So, jetzt Case, Doppelpunkt, Break. So, also, na, was mache ich denn hier? So, je standardmäßiger wir programmieren, umso weniger Fehler machen wir in aller Regel. Break, Case, Break und Case. So. Jetzt haben wir die ganzen Events verteilt. Hoppla, hier schon wieder ein Doppelpunkt falsch. Okay, jetzt sind wir
in der Lage, die einzelnen Events entsprechend sauber zu verteilen. Und jetzt schauen wir uns mal den allerersten Status an, und das ist der Startstatus. In diesem Startstatus kann ich mir jetzt überlegen, was kann hier passieren? Und im Wesentlichen haben wir gesagt, eigentlich das On-Event. Okay, das heißt, wir machen hier Folgendes. Wir rufen jetzt, wir generieren jetzt das On-Event, weil wir haben ja gesagt, sobald wir die Maschine anschalten oder das Programm starten, soll automatisch das On-Event da sein. Also State Machine New Event und dann Event Types On. So, das heißt, jetzt ruft mir mein Konstruktor gleich die State Machine auf und ich gehe hier rein. Okay. Und jetzt brauche ich irgendetwas, was mir diesen aktuellen Startstatus behandelt. Und jetzt sage ich hier einfach Handle State Start. So. Nachdem mein Startstatus jedes Event streng genommen dazu verwenden sollte. Ich habe jetzt zwar hier im Modell on reingeschrieben, aber eigentlich sollte jedes Event dazu führen, dass wir in den Status AllRed gehen. Brauche ich jetzt hier nicht das Event mitzunehmen als Parameter, das heißt, das lasse ich jetzt hier weg. Private Void, also ich möchte jetzt den Startstatus handeln. Heißt jetzt übersetzt, es ist ein Event gekommen. Wie gesagt, wir würden jetzt sagen, okay, jedes Event wird, wenn wir im Startstatus sind, dazu führen, dass wir eben weiterlaufen. Und was wollen wir tun? Wir wollen in den Status AllRed wechseln. Also baue ich mir hier eine Methode private void enter Status AllRed. Okay? So, diese Methode ist jetzt sozusagen von unserem Status- oder Zustandsdiagramm dieser Bereich, erinnert euch, mit dieser Entry-Aktion. Das ist genau diese Methode. Also Handle State Start und dann sage ich nur Enter Status AllRed. Das heißt, das wäre jetzt die Transaktion, also die Transition in diesen Status mit gleichzeitiger Verarbeitung von den Befehlen, die hier drin sind. Und was müssen wir hier machen? Wir müssen jetzt erstmal den Timer starten und natürlich auch diese Lichter setzen. Fangen wir mal mit den Lichtern an. Also ich sage jetzt hier Car Light, Set Lights. Ich möchte jetzt in All Red mein rotes Licht auf True haben, gelb auf False, grün auf False. Das gleiche mache ich jetzt für Person Light, Set Lights, True, False. Okay? Das heißt, ich habe jetzt meine Modelle so weit verändert, dass sie eben beide das rote Licht zeigen. Und jetzt sage ich meiner View, Traffic Light View, Set Images und Car Light und Person Light. Jetzt würde dann eben genau diese Änderung angezeigt werden. Gut, und jetzt muss ich noch den Timer starten. Start Timer und jetzt geben wir mal 2000 Millisekunden. Das ist vielleicht ein bisschen viel, aber sonst wird es nur wirklich ganz kurz rot blinken und dann danach gleich weitergehen. Und wir wollen ja beobachten, wie das funktioniert. Ja, dann schauen wir mal an, ob unsere Ampel tatsächlich jetzt rot leuchtet. Und da ist es dann schon. Mehr passiert nicht. Der Timer läuft zwar, aber dieses Event wird ignoriert, beziehungsweise wir haben es noch gar nicht erzeugt. Aber zumindest sehen wir jetzt, dass unser Gedanke soweit funktioniert. Jetzt kümmern wir uns mal um die Events. Es gibt jetzt den Timer expired. Das bedeutet, der Timer hat gemeldet, ich bin fertig, ich muss jetzt ein Event generieren. Und das mache ich, indem ich sage State Machine wieder, New Event, Event Types und das wäre jetzt ein Timer-Event. Okay?
Das merke ich mir mal, weil jetzt gehen wir hier auch gleich hoch zu den Buttons. Hier haben wir jetzt, wenn der Call-Button gekommen ist, habe ich mein Event Call. Und wenn der Off-Button gekommen ist, dann erzeuge ich einfach ein Event Off. Mehr Events haben wir nicht. Das Start-Event, klar, das ist automatisch, wenn unser Programm startet. Und ansonsten können eben die beiden Buttons gedrückt werden oder der Timer kommen. Okay. Jetzt gehen wir hoch, wieder in die State Machine. Wo ist sie? Da ist sie. Jetzt ist der Timer gestartet worden in AllRed. Gehen wir nochmal schnell runter. Hier habe ich jetzt den Timer gestartet. Und jetzt möchte ich, wenn das Event kommt, im Status AllRed, möchte ich, dass der Status AllRed verarbeitet wird. Das heißt, ich mache jetzt hier auch eine Methode, handle state AllRed. So, und dieser AllRed-Status, der muss aber wissen, welches Event gekommen ist. Ja, weil wir wollen ja basierend auf dem Event überlegen, was jetzt weiter passieren soll. Okay. Also, private void handle state AllRed. Und mein Event ist vom Typ Event. So, und jetzt müssen wir nochmal wechseln auf unser Bild und jetzt gucken wir uns mal den Status AllRed an. Wir sehen hier, dass wir innerhalb unseres Status ja nur diese beiden Aktionen haben, die Lichter zu setzen und den Timer zu setzen. Es gibt keine Aktion, die intern läuft, wenn ein Event kommt. Das heißt, wenn jetzt ein Event auf diesen Status aufschlägt, gibt es eigentlich nur zwei Sachen, die wir tun könnten. Das eine ist, wir gehen rüber in den Status Red-Yellow und das andere ist, wir gehen in den Status Ende. So, und jetzt müssen wir uns überlegen, wann was passiert. Im Wesentlichen sehen wir hier schon an dem Guard, dass wenn unser Off auf True ist, bei jeglichem Event, muss er in den Status End gehen. Und wenn er nicht auf True gesetzt ist, dann würden wir nur, wenn ein Timer-Event kommt, in den Status Red-Yellow gehen. Okay, das können wir programmieren. Wir können sagen, if off received, dann sage ich einfach, ich gehe in diesen Endstatus. Und den haben wir einfach gesagt, enter, oder machen wir es Entry. Ich glaube, Entry ist sinnvoller, weil wir das ja Entry-Status auch genannt haben in unserem Diagramm. Machen wir es so. Dann sind wir da konstant oder konsequenter. So. Entry, State und End. So. Das muss ich natürlich jetzt noch machen. Entry. Na, heute habe ich es aber. State, ich nenne es immer gleich. State, also entweder Deutsch oder Englisch, aber nicht beides zusammen. Logischerweise. So, Status und so. Entry, State, End. So, das wäre jetzt dieses. Ja, man ist zu viel. Und was soll jetzt passieren? Wenn der Endstatus kommt, dann müssen wir an der Stelle die Lichter alle ausmachen. Jetzt sind alle aus. Und jetzt haben wir hier noch was vergessen. Ich muss natürlich, wenn ich in den State Status AllRed gehen, muss ich sagen, State ist gleich States AllRed. Und hier oben muss ich sagen End. So, das heißt, wenn ich in diesen Status reingehe, setze ich den Status, die interne Statusvariable natürlich auf den Status, sonst könnte ich ja oben im Switch Case das nicht auswerten. Okay, gut.
Jetzt haben wir hier Entry State End. Jetzt schauen wir nochmal schnell auf das Bild von unserem State Diagram oder ein Zustandsdiagramm. Und dort sehen wir dann, dass wir eben bei dem Timer in den Status Red Yellow wechseln sollten. Also else if event get type ist gleich event types und wenn der Timer gekommen ist, dann entry state red yellow. So, diese Methode müssen wir natürlich jetzt auch umsetzen. Und was muss jetzt hier passieren? Im Wesentlichen das gleiche wie hier. Wie bei allRed. Nur mit dem Unterschied, dass wir die Statusvariable jetzt, ihr ahnt es, auf red-yellow setzen müssen. Und neben dem roten Licht muss noch das gelbe Licht leuchten. Okay. Jetzt wird wieder der Timer gestartet und sagen wir mal, das gelbe Licht soll eine Sekunde lang laufen. Jetzt gehen wir wieder hoch. Wenn der Timer zurückkommt, dann würden wir jetzt, weil wir den Status umgesetzt haben, auf Red-Yellow landen und jetzt hier Handle State Red-Yellow. So. Also brauchen wir die Methode Handle State Red-Yellow. So, ihr seht, ich bin schreibfaul. So. Gut, aus dem Status Red, Yellow gibt es jetzt zwei Pfeile, die rausgehen. Und zwar einmal der Off, das Off-Event. Also, klauen wir uns das da. Wenn das Event vom Typ off ist, dann Entry State, na, was ist es? Denkt nach. All red. Dahin zeigt ja der Pfeil. Dann, wenn der Timer gekommen ist, dann gehen wir in den nächsten Status und das ist der Status grün. Also green. Entry State green. Gut, den gibt es noch nicht, dann bauen wir ihn halt. Halt, ich habe hier eine Klammer vergessen. So. So, was muss hier passieren? Wieder das gleiche mit Ausnahme einer Kleinigkeit. Also, green. Welche Lampen brauchen wir? Wir brauchen keine rot. Wir brauchen kein Gelb, sondern wir brauchen Grün. So, und jetzt brauche ich keinen Timer, weil aus unserem Grün, in unserem Grünstatus steht ja nur drin, dass die Lampen gesetzt werden müssen. Es muss kein Timer gestartet werden. Logischerweise, aber wir warten ja darauf, dass der User oder der Fußgänger den Knopf drückt. Okay. So, das heißt, wir warten, bis vom Button ein Event kommt. Und das können wir jetzt in dem Handle State Green entsprechend auswerten. So, jetzt wird schon langsam langweilig. Das ist nämlich immer der gleiche Mist. Aber, wie ich schon gesagt habe, je einheitlicher wir das machen, umso weniger Fehler machen wir. Green. So, jetzt schauen wir wieder in unseren Diagramm. Was passiert bei Green? Es gehen zwei Pfeile raus. Einmal Off. Was passiert, wenn Off gedrückt wird? Dann müssen wir hier in diesen Status Yellow gehen. Und wenn der Call kommt, dann gehen wir in den Status Request. Okay. Jetzt brauchen wir diese beiden Methoden.
Fangen wir mit dem einfachen an, das ist der Request. Was passiert im Request? Wir sehen es hier, es muss eigentlich lediglich der Timer gestartet werden. Also klauen wir uns hier einen Timer Start Aufruf. Also der Timer muss starten und ich muss natürlich dann den Status auf Request umsetzen, wie bei den anderen auch. So, wie lang gehen wir? Ja, sagen wir mal 2 Sekunden. Ist klar, dass das viel zu kurze Zeiten sind, aber für unser Modell zum Testen würde ich raten, nicht zu lange Zeiten zu verwenden. Okay, dann haben wir den Request und jetzt kommen wir in den Yellow rein. Da klauen wir uns wieder etwas mit Timer, den da zum Beispiel. Entry State Yellow. Der Status ist Yellow. Ich setze jetzt hier an der Stelle nur das gelbe Licht und den Timer lassen wir wieder bei einer Sekunde. Okay, das heißt, wir haben jetzt die beiden Status oder Zustände Request und Yellow vom internen Handling her behandelt. Jetzt müssen wir uns noch um diese Handle-Geschichten kümmern. Also die habe ich ja immer drunter geschrieben, dann bleibe ich hier auch im Konzept, dann sehe ich später schneller, wenn ich mal irgendwas vergessen habe. Request. Also bei dem Request haben wir 2 Pfeile, die rausgehen. Einmal der Off, der geht in den Entry State Yellow rein, okay. Und dann der Timer geht auch in diesen Entry State Yellow rein. Okay, dann brauchen wir den Handle State Yellow noch, auch wieder drunter. Yellow. So, was geht hier raus? Hier gehen 2-mal die Timer raus. Und zwar einmal, wenn das Flag auf Off ist. Also dieses off received. Also jetzt machen wir folgendes. If off received is true und else. Also, ich habe einen Timer Event empfangen und jetzt muss ich entscheiden, welchen Pfad von diesen beiden Timer-Pfeilen ich verwende. Einmal den off gleich true. Wenn das der Fall ist, off gleich true, gehe ich in all red wieder hoch. Und wenn off received nicht true ist, dann gehe ich auf red. Entry state red red. Den haben wir noch nicht. Aber den bauen wir gleich. Ja, machen wir das doch gleich. Entry State Red Red. Red Red. Was brauchen wir da? Es müssen beide Lampen auf Rot sein. Und Timer, ja, 1 Sekunde, das ist soweit okay. Gut, jetzt müssen wir uns nochmal hier oben kurz nochmal tummeln. Da habe ich jetzt noch ein paar Aufrufe noch nicht gemacht. Handle Start Request Yellow und machen wir die auch gleich. Red, Red und Red, Green. Die haben wir noch nicht, aber die bauen wir gleich. So, dann gehen wir hier runter. Entry State Red Red, okay. Jetzt brauchen wir Handle State Red Red. So. Also, wir gehen nochmal auf unser Bild, schauen uns das nochmal an. Der Red Red Status hat hier wieder 2 Pfeile, die rausgehen. Also hier gehen wir nochmal Red Red. Und zwar einmal den Timer. So,
Wenn der Timer kommt, dann sage ich Entry State Red Green, else if Event Get Type ist gleich Event, hoppla, Types, und das zweite erwartete Ereignis oder zu verarbeitende Ereignis ist das Off-Ereignis. Okay, dann, was wollen wir da machen? Wir wollen Entry State All Red wieder hochgehen. So. Gut, jetzt brauchen wir Entry State Red Red. Red Green, sorry, mein Fehler. Red Green. Red Green. So, bei Red Green muss hier bei den Autos die Ampel auf Rot bleiben. Und endlich darf der Fußgänger auch über die Straße gehen. Und dem lassen wir jetzt mal 3 Sekunden Zeit, damit er da über die Straße rüberkommt. Schnelle Fußgänger. Okidok. Dann brauchen wir jetzt noch den Handle Green. Handle State Red Green. Und hier sehen wir, es geht nur ein Pfeil raus. Das ist der Timer. Und wo wollen wir hin? Wir wollen, wenn der Timer abgelaufen ist, in All Red. So, ja, jetzt haben wir alle Transitionen soweit abgearbeitet. Schauen wir nochmal. Gehen wir nochmal hoch, Start und so weiter. Das passt soweit. So, dann probieren wir das mal aus. So, wir wechseln jetzt auf Gelb, dann Grün. So, jetzt ist die Ampel soweit geschalten. Jetzt wartet die Ampel auf einen Call von einem Passanten. Das heißt, ich drücke jetzt drauf. Jetzt warten wir eine Zeit. Dann sollte er auf Gelb gehen, auf alles Rot. Und jetzt darf der Fußgänger rüber. Das Ganze dauert jetzt 3 Sekunden. Jetzt ist Fußgänger wieder rot. Und dann geht er wieder auf Gelb und auf Grün. Okay, dann probieren wir nochmal den Off. Er geht jetzt komplett rüber und dann geht er komplett aus. Jetzt kann ich nichts mehr machen, weil er ist in dem Off-Status und der wird nicht weiter behandelt. So, dann probieren wir nochmal was aus. Also ich werde jetzt nicht alle Fälle durchgehen. Schauen wir einfach nochmal an. Also, ich mache wieder meinen Call und während der Call ist, das heißt während diese Wartezeit für das Umschalten auf Gelb abgearbeitet wird, gehe ich auf Off. Call, Off. Das heißt, der geht sofort auf Gelb und dann geht er entsprechend auf den Red-Red-Zustand, um dann eben in den Endzustand zu gehen. Also, soweit funktioniert das Ganze. Das heißt, unser Code läuft. Ich hoffe, ihr habt soweit alles nachvollziehen können. Wie gesagt, das Programm lege ich auf ins Internet. Einen Link packe ich unten in die Videobeschreibung rein. Das heißt, ihr könnt euch das Grundgerüst runterladen. Die einzelnen Statusverarbeitungsmethoden und die State Machine müsst ihr aber selber bauen, dass ihr eben für euch selber beweisen könnt, dass ihr vernünftig aufgepasst habt. Ja, also wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, habt dann Orden verdient, ihr habt Sitzfleisch bewiesen. Das ist in der Tat ein sehr langes Video geworden, aber ich muss sagen, ich habe das wirklich bewusst sehr lange gemacht, weil ich wollte es einfach detailliert haben. Ich wollte jetzt keine Fragen offen lassen. Gut, ein paar Fragen werden immer noch sein, aber ich wollte alles mal durchgehen, damit ihr das wirklich eins zu eins mal nachvollziehen könnt, weil das Zustandsdiagramm ist aus meiner Sicht eines der
sinnvollsten, die man wirklich sehr, sehr gut einsetzen kann, wenn ich sehr komplizierte Programme habe mit irgendwelchen Fehlerzuständen, mit Datenbankabgriffen, mit Online-Anfragen, wo ich dann auf den Response warten muss und solche Sachen, ist so ein Zustandsdiagramm auf jeden Fall sehr gewinnbringend einsetzbar, und zwar für die Planung des Programms, für die Dokumentation und nicht zuletzt eben auch für das Programmieren und das Testen. Also damit entlasse ich euch jetzt aus dem Thema Zustandsdiagramm, und ja, vielleicht probiert das mal aus, das mal selber wirklich anzupassen, und ihr könnt auch gerne die Ampel noch ein bisschen erweitern, um, keine Ahnung, vielleicht eine Schaltung für die Feuerwehr, dass die dann noch eben setz- und rücksetzbar ist. Versucht da mal ein bisschen rumzuspielen. Ihr werdet sehen, dass auch die Anpassung eurer State Machine relativ einfach machbar ist, mit wenig Codeänderungen. Und wie gesagt, also ich kann nur sagen, nutzt das. Das ist wirklich eine sehr, sehr praktische Sache. Ja, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Video. Und bis die Tage.